Oder weißt du, auch wenn du es bereit machen willst, musst du zuerst einmal aufräumen. Ja, es ist jetzt gar kein Platz. Oh Mann. Sind wir dort 25 gewesen? Ja, kurz bevor ich ins Militär musste ich einen Brief bekommen, dass ich als möglicher Vater in Frage käme von einem bereits 8 Monate alten Kind. Und dann habe ich mit der Beiständin Kontakt aufgenommen und die hat mir dann erzählt, dass die Mutter vom Kind ihn zur Adoption freigeben will. Als ich es erfahren habe, musste ich einen Vaterschaftstest machen. Und dementsprechend ist dann eben die Frage geworden, was ich machen will. Ob ich nicht zur Adoption freigebe. Es gibt auch verschiedene Varianten von Adoption. Und ich habe dann gesagt, nein, wenn es mein Kind ist, dann würde ich, dass er zu mir kommt. Dann die liebliche Mutter schon nicht schauen. Aber es war halt eine schwierige Situation, weil ich eine eigene Firma hatte. Ich bin bis heute noch verschuldet von dort. Ich hatte das Problem, dass ich 2 Wochen vor der Offiziersschule war. Meine Intention wäre eigentlich, Offiziersschule zu machen, dann in Kosovo. Und dann habe ich so die ganze finanzielle Lage wieder abgesichert, bevor ich dann wieder weiter schaue, was ich mache. Und dadurch, dass ein eher ein bisschen mit reingekommen ist, unerwartet, musste ich alle meine Pläne müssen ein bisschen umstellen. Ich habe dann auch von meinen Brüdern, von meinen Eltern, von meiner Schwester grossen Zuspruch bekommen. Und dass es ja eigentlich die einzige richtige Entscheidung ist, dass man Verantwortung auch wahrnimmt. Das Gefühl vom Verzichten und Verpassen hat man immer wieder, weil man ja gleich oft am Abend daheim ist. Man kann ja nicht rausgehen, weil auch wenn das Kind schläft, hat man gleich, muss man ja präsent sein. Ich denke, 10 Jahre bin ich auch erst 39, dann gibt es noch nicht mal 40 Partys. Ich denke, was man am meisten kann mitnehmen kann, ist, dass es die Horrorvorstellung gar nicht so schlimm ist, wenn man sich mal anfängt, damit auseinanderzusetzen. Und das Wichtigste ist einfach, dass man sich hingibt und sich bemüht. Und dann kommt das schon gut. Die Angst ist zu 90% unbegründet und nur 10% von der Angst ist effektiv begründet. Er bringt viel Freude und Schwung in die Bude. Nein, ich kann mir das Leben ohne ihn nicht mehr vorstellen.